Mitten im schönen Bayern liegt der Hof von Kurt Steininger, Landwirt und Stromerzeuger. Soll ich jetzt was sagen? Noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein hatte der Landwirt mit etlichen Problemen zu kämpfen. Der Hof zu klein, ein Milchpreis von 28 Cent, Rabattschlachten im Kühlregal, mein Sohn will unbedingt Meeresbiologie in Berlin studieren, der Knecht, der Sepp, stinksauer und ich keinen Erfolg bei den Frauen nicht. Bis Kurt herausfand, wie man aus Scheiße Gold macht. Mit Biogas. Seitdem können seine Kühe gar nicht genug vom braunen Gold produzieren, das er anhängerweise in die Biogasanlage karrt. Und aus dem ganzen Mist macht der Kurt Strom. Weißt du, Josef, wenn's läuft, dann läuft's. Und mit dem Strom beleuchtet er seinen Hof. Und den Hof vom Nachbarn. Und das ganze restliche Dorf auch. Der Bauer von heute ist der Ölscheich von morgen. Kühen vom Kurt geht's jetzt richtig gut. Ja, das sind halt Luxusrindviecher. Da, wo vorher der Heustadel stand, hat der Kurt ein Gewächshaus gebaut, das er mit CO2 aus der Biogasanlage düngt und mit der Wärme heizt. Josef! 30 Grad haben wir hier drin. Und da baut der Kurt jetzt Südfrüchte an. Die bayerische Banane, die Bayananas, die... Moment, was war jetzt das noch einmal? Josef? Eine Carambola, Chef. Ah, genau. Die Voralpen-Carambola. Und seitdem wir das alles selber machen, brauchen wir das Zeug und die Flieger aus Südamerika nimmer. Alles CO2-neutral produziert hier. Das spart so viel Abgas. Da können meine Viecher lang pupsen. Und Mango? Mango machen wir jetzt auch. Josef. Da kriegt der Inder sein Mangolassi direkt vom Bauernhof. Du darfst dem Geld nicht hinterherlaufen. Du musst ihm entgegengehen. Und seitdem ist der Kurt nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr sexy. Kurt geht's gut.